Die Stimme, kartesische Gleichungen der Geraden D, die den Punkt A mit Koordinate 1, 2, minus 1 enthält, und die senkrecht zur Ebene Alpha mit kartesischer Gleichung x plus 2y minus 13 minus 1 gleich 0 ist. Berechne die Koordinate des Schnittpunktes von D und Alpha. Hier ein Schema der Situation. Die Gerade D enthält den Punkt A und ist senkrecht zur Ebene Alpha. Wir suchen kartesische Gleichungen von D. Dazu brauchen wir einen Punkt von D, den haben wir, das ist der Punkt A, und wir brauchen einen Richtungsvektor von D. Aber da D senkrecht zu Alpha ist, ist jeder Normalvektor zu Alpha automatisch Richtungsvektor von D. Und da wir die kartesische Gleichung von Alpha haben, wissen wir, dass der Vektor mit Koordinate 1, 2, minus 3 automatisch normal zu Alpha ist. Also ist dieser Vektor n Richtungsvektor von d. Wir haben einen Punkt und einen Richtungsvektor von d. So können wir kartesische Gleichungen von d sehr schnell erstellen. Man schreibt immer x minus auf gleich y minus auf gleich z minus auf. Hinter den drei Minuszeichen schreibt man Abszisse, Ordinate und Lot von einem Punkt der Geraden, also hier 1, 2, minus 1. Und als Nenner schreibt man Abszisse, Ordinate und Lot von einem Richtungsvektor der Geraden, also hier 1, 1, 2, 2, minus 3, minus 3. Aus der Gleichheit der zwei ersten Brüche finden wir schnell, dass 2x minus y 0 sein muss. Und aus der Gleichheit vom ersten und vom dritten Bruch finden wir als zweite kartesische Gleichung der Geraden 3x plus z minus 2 gleich 0. Jetzt suchen wir noch die Koordinate vom Einstiegspunkt der Geraden d in diese Ebene Alpha. Nennen wir diesen Punkt S. Die Koordinate von S muss beide kartesische Gleichungen von d erfüllen, weil S ja auf d liegt. S liegt aber auch in Alpha. Deshalb muss die Koordinate von S auch die kartesische Gleichung von Alpha erfüllen. Und somit ist die Koordinate von S die Lösung von dem Gleichungssystem, gebildet durch diese drei Gleichungen. Also so. Die erste Gleichung ergibt sofort, dass y gleich 2x ist. Die zweite Gleichung ergibt sofort, dass z gleich ist zu 2 minus 3x. Also so. Und wenn wir in der dritten Gleichung y durch 2x ersetzen und z durch 2 minus 3x ersetzen, so erhalten wir eine Gleichung, die nur noch x als Unbekannte enthält. Die Lösung dieser Gleichung ist x gleich ein halbes. Wenn x ein halbes ist, dann muss y 2 halbe, das heißt 1 sein. Und wenn x ein halbes ist, dann muss z gleich sein zu 4 halbe minus 3 halbe, also ein halbes. Und daher die Koordinate von diesem Punkt S. Die Koordinate ist ein halbes, eins, ein halbes.